Willkommen bei MET, dem mittelalterlichen Event-Spektakel-Programm von Broll und seiner Mittelaltergruppe Insignum Aranea. Und jetzt haben wir uns hier mal zusammengefunden und haben, Becky sei Dank, hallo. Hi. Uns ein Siegel besorgt mit unserem eigenen Banner drauf. So, das probieren wir jetzt ganz jungfräulich mal aus. Wir haben es noch nicht einmal getestet. Wir haben jetzt hier ein Stück Papier und werden das einfach mal vollklecksen. Und ihr dürft live dabei sein. Hilfe brauchst, ich mache hier nur gerade meinen Ständer bereit. Was? Alles gut, alles gut. Ich habe nur laut gedacht, das weißt du. So, die Internetseite, wo wir diesen wunderschönen Stempel herbekommen haben, wo man seine persönlichen Dingsbums anfertigen kann, Siegelstempel, kommt unten in die Beschreibung. Siegelstempel, ne? Ich weiß gar nicht, wie hieß die Seite jetzt? Also könnt ihr auf jeden Fall nach euren eigenen Wünschen. Wie teuer war der jetzt? 55 Euro, glaube ich. 55 Euro, ja. Also mit Versandkosten, glaube ich. Also für eine Maßanfertigung, sage ich jetzt mal, relativ preiswert. Ich sag mal, ich finde für unsere Mittelaltergruppe kann man sich da mal gönnen. Genau. Grünes Siegelwachs natürlich. Weißt du so viel? Ja, das ist ein relativ großes Siegel. Okay. Dementsprechend. Und wenn es zu viel ist, lieber ein bisschen zu viel, als nachher zu denken. Ruhig. Na? Ich will mal ein bisschen Preis drücken, glaube ich. Ich weiß nicht. Ah, das ist natürlich. Ups! Okay. Zu ungeduldig. Hier machen wir einfach mal kurz Pause und warten, bis es fertig ist. Come back. Wir haben ein paar Experimente mit unserem Siegellack noch gemacht. Das werden wir gleich auch noch ausprobieren. Und hier unten in der Ecke sieht man schon, unser Wachs ist fast geschmolzen. Wunderschön. Mmh. Oh ja. Oh, diese Eleganz. So. Ich bin noch nicht ganz bereit, aber mach mal. Ich stell dann scharf. Ist an? Ja, alles. Könnte man sehen, dass wir eine wunderschöne Spinne hier haben. Mhm. Ja. Wunderschön. Tja, wenn wir das jetzt noch, das war jetzt unser erster jungfräulicher Test.
Und jetzt lasse ich einfach mal Becky die Kamera halten, während ich da versuche, mit dem Lackrum zu montieren. Du siehst so viel weniger, so viel zu wenig war das gar nicht, ne? Nee, stimmt. Also das war schon gerade ausreichend. Aber die Linien sind so genial, man sieht wirklich alles von diesem geilen Keltenknoten. Geil, oder? Das ist ziemlich genial. Also muss man sagen, war auf jeden Fall Wertarbeit. Auf jeden Fall. So. Ja, das ist dann die schnelle Variante. Das läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, wo laufen sie denn? So. Und da habe ich jetzt gesagt, das musst du so ungefähr reichen. Jetzt hier. So. Jetzt schon, oder? Ja. Na. Gut, da unten ist es jetzt nicht mitgekommen, aber das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Mhm. Wenn man das jetzt noch ein bisschen übt, dass man genau weiß, wie viel und so weiter. Genau, man muss die Menge gut abschätzen, damit es auch passt. Das ist doch eine schöne Sache. Mm-hmm.